Uhrenhof Olympiade. Noch bevor der Kuckuck zu kreien kommt, ist die Katz ratzfatz auf- und angelegt. Heute ist ganz ein besonderer Tag auf dem Arfenhübeli. Es ist nämlich Bauernhof-Olympiade. Da kommt oben sogar der Hans Heinrich, der feine Berner Sennenhund, aus seinem Hundshütli raus, auch wenn er sonst nur noch zum Fressnapf und wieder retour läuft. Den ganzen Frühling hat Katz ratzfatz fleissig trainiert. Am Morgen Liegestütz, am Mittag eins um einen Zwetschgenbaum und am Abend zwei Schelle Milch für die Kraft. Sogar die Mäuse hat sie alle noch eins davon springen, dass sie etwas länger dran hatte, bis sie sie verwutscht hat. Parat in ihrer Montur steht sie schon bald eine Stunde gleich beim Bühnensteigli im Futter. Das Kresi, die Kuh, ist die Schiedsrichterin, dass es nichts zu kädern gibt. Und die Hühner, die helfen dabei. Als erstes gibt es ein Kräutchen degustieren. Aber Obacht, immer zuerst schmücken und dann probieren. Das ist, das schlägt keine Geissen weg, ganz klar der Gerharda ihres Metier. Die frisst natürlich schon immer nur das Beste vom Besten und am liebsten das ausser am Zaun. Darum können sie sich auch diesen Weg gut aus. Aber auch Katz Ratzfatz ist für ein bisschen Künz und hat albeneinisch statt Katzengras etwa auch ein Kräutchen aus dem Garten von der Büri geschnauset. Kirbele, Klee, oh, und das ist ja Krösch. Dort hinten, schau, dort hinten hat es noch Kümmi und nein, wie fein, das sind ja Kräutzli-Törn. Geis Gerharda ist ganz im Zeug inne. Und so fest sich die Katz Ratzfatz auch Mühe gibt, irgendwie schmeckt für sie halt gleich alles einfach wie grünes Gras. Aber endlich geht's zur nächsten Disziplin. Rüebligraben. Das Rüebligraben ist immer eine kleine heikle Angelegenheit. Ja, die schönsten Rüebli hat es natürlich im Garten der Büri. Aber die Büri hat es auch gern, wenn die Tiere in ihrem Garten rumnödern. Das ist ein Fall für die Gluckere Gloria. Die halten am Garten die Türe wach, falls die Bäuerin um eine Ecke käme. Und Katz Ratzfatz hat sowieso nicht so mit dem Gemüse und macht darum lieber auch gerade eine Pause. Beim Rüebligraben ist der Hans Heinrich mit seinen grossen Tapen natürlich recht im Vorteil. Das letzte Jahr war der Schweizer Scheck Küngel Kleus, der Bodensuri, bei Maid noch vor dem Hans Heinrich gsi. Aber auch heuer längt es Hans Heinrich wieder zum Sieg. Hä? Hey, du hast beschissen, Hans Heinrich. Ich has genau gesehen, du Schlingel, zankt der Kleus. Ja, hilft dem Gluckere Gloria. So ein Seich. Jetzt hat der Hans Heinrich doch gemeint, es habe ihn niemand gesehen, als er gestern schon ein bisschen am Rüebli-Kraut ziehen. Zum Glück kann das Kresi die Streithähne wieder beruhigen. Und man tagt jetzt nächstes Jahr den Garten am Vorabend abschliessen. So, und jetzt endlich kommt die Lieblingsdisziplin von der Katz Ratzfatz. Das Wettrennen um einen Zwetschgenbaum. Auf die Plätze! Fertig! Ruft die Kuhkresi und lässt die Athleten stüben. Die Hühner sind an den Streckenbüsten und holen bei jedem, was sie mögen. Der Han
Hans-Heinrich muss schon nach der ersten Kurve um einen Mistock aufgeben. Er hat keine Fiduz mehr und kiecht wie ein Dämpfungsross. Gleitig sind sie unterwegs durch den Holperiweg hindern. Und Geis Gerharda mit ihren kränkligen Beinen ist natürlich schon unglaublich schnell. Heimli Feis will sie nebendurch drücken. Aber Katz Ratzfatz geht nicht auf. Und was hier unter dem Holzgatter durchgeht, ist auch Gerharda draus. Kopf an Kopf sind jetzt der Kleus und Katz Ratzfatz zuvorderst. Hinter der Böschung durch ein Gump über die Lunge und nur nicht schauen lassen. Hopp, 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 riefen die Hühner. Es ist unglaublich spannend. Eins um den Zwetschgenbaum und den Kerz. Schnell, schnell wieder zurück. Gerade ab über die Matte. Nur nicht umschauen. Der Kleus nimmt noch eins die hinteren Führer und es hängt an einem dünnen Fädeli. Aber mit einem Bürzelbaum über einem Scherhaufen längt es der Katz Ratzfatz Prise als erstes ins Ziel. Tier gesagt, so verschieden wie all die Tierli sind, so verschieden sind auch ihre Stärken. Und das Schönste kommt ja erst noch. Zusammen zu fünf hinein. Später hören sie zufrieden am Hans-Heinrich noch ein bisschen beim Mauherpfili spielen zu und gehen dann an dein Nagenküsse hören.